Ja, hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Risen 3 auf der Suche nach dem Herz der Stärke. Ja, denn wir müssen ein Zepter zusammenbauen, damit die Ahnen wieder mit den Eingeborenen sprechen. Das werde ich zuerst erledigen, damit der Schamane mich unterstützt, glaube ich, in die Richtung, dass er mir eine Seele den Schmerz lindert aus dem Reich der Schatten. Und ja, ich habe mich immer noch keiner Gemeinschaft angeschlossen, weil ich so viele Nebenquest-Aufgaben machen und. Na, Vorsicht. Da ich noch gar nicht dazu gekommen bin, irgendeiner beizutreten. Das Lustige ist, nachher habe ich dann die Schamanen hier auf meiner Seite, beziehungsweise könnte der Gemeinschaft beitreten und ich will gar kein Voodoo-Zauberer werden, also das ist halt so eine Sache dann. Weil Voodoo, nee, eigentlich möchte ich irgendwas machen. Also die Zauberer wäre vielleicht ganz cool. Da muss ich aber dann erstmal, ich denke mal nächstes Mal auf die Insel. Da ist der Panther. Er ist wahrscheinlich der einzige auf der Insel. Mein Gott, vor allem, wie lustig das aussah. Wo der jetzt gerade so runtergefallen ist. Da haben die Entwickler doch selbst gelacht, als sie das. Animation der Hölle. Wir haben uns auf YouTube. Das Tier war sehr kräftig. Das Herz wird mir bei den Eingeborenen noch nützlich sein. Ah, da war eine Tafel altes Wissen. Was haben wir denn da für einen Affen? Ach, ein Blaukrallen. Habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Der wollte auch direkt einen Stein auf mich schmeißen. Glaube ich jedenfalls. Ah ne, das sind seine Krallen in der Hand. Ne, das sind keine Steine. Vor allem schmeißen die ja gerne Kokosnüsse und keine Steine. Genau. Hol uns mal beide aus der Deckung. Guck mal, der eine rollt so schnell, man könnte denken, er lebt noch. Aber Abenteurer wissen es besser. Er ist tot. Ich finde es auch schön, wie eigentlich jeder Gegner nach dem Tod halt noch mit seiner Ragdoll-Physik hier quer durchs Feld fliegt. Aber irgendwie an den Körpern von den einzelnen Eingeborenen, sagen wir mal, oder von den Charakteren bewegt es eigentlich nichts. Also überhaupt nicht. Sie können Ohrringe tragen, die sind steif wie alles Mögliche. Es gibt keine Brüste, die angepasst werden. Beziehungsweise sie sich bewegen können. Ja, da ist jetzt die Aufgabe, einfach an den Strand zu gehen. Ich habe sogar noch 12 Muscheln dabei. Das speichern wir aber vorher, weil mir wurde gesagt, es kann auch sein, dass man keine schillernde Perle findet. Das Schlimme ist, ich glaube, ich habe eine schillernde Perle mal verkauft. Boah. Vor allem ist die Frage, wo habe ich die verkauft? Oder? Laden wir nochmal nach und gucken. Vielleicht habe ich auch nur Pech gehabt gerade. Geht doch. Geht doch. Was geht doch? Da war überhaupt nichts drin. Ah doch, da war wieder eine Perle drin. Moment, dann gehen wir. Da unten haben wir den Portal. Das Portal. Ach, da oben am Strand. Ah. Da kommen wir ja hin. Da können wir ja einfach außen rumschwimmen, oder? Oder wo sollten wir lang?
Das hier hinten macht ja keinen Sinn, finde ich. Und wenn wir schon bei den Piraten sind, können wir auch mal eben... Ich habe hier etwas Tafelsilber. Danke. 80 Gold. Ich... Was willst du? Gegenangriff leeren. Da wurde mir auch empfohlen, das zu machen. Aber ich muss dazu sagen, ich muss auch den Affentänzer gerade mal lernen. Ich... Was willst du? Ich bin noch nicht gut genug. Dafür bin ich nicht gut genug. Ich bin für nichts gut genug. Was ist? Och, jetzt mach mich doch nicht so an. Ja, ja. Ich will... Was willst du wissen? Erzähl mir... Ei. Was weißt du... Über den? Naja, eigentlich nichts. Außer, dass er ein mieser Pirat ist. Und aus der Tasche leiern kannst dem auch nichts. Ist mit uns von Takarigua aus in See gestochen. Ich würde ihn nicht weiter beachten. Ist eine kleine Ratte unter vielen. Was kann... Blaues Kopftuch, alte Halbstiefel, bla bla bla, alles weg. Was kann... Kommt drauf an. Messersticher lernen. Brauche ich aber alles nicht. Kritische Treffer, das wäre schon interessanter. Wieso hängst du noch auf Boost? So, Buddy. Bring mir... Nur wenn die Kohle... Affentrainer lernen. Ich bin noch nicht gut genug. Da brauche ich Einfluss 40 für, okay? Der kommt mir nicht... Einfluss. Tja. Wirst schon merken. Bring mir... Nur wenn die Kohle stimmt. Erzähl mir, wie ich mit einem Affen umgehen muss. Bei Affen musst du höllisch aufpassen. Sie sind klein genug, um auch in die winzigsten Spalten zu kommen und unauffällig genug, um unbemerkt zu bleiben. Wenn du so ein Biest unter deiner Kontrolle hast, werden dir einige Plätze offen stehen, von denen du gar nicht wusstest, dass sie existieren. Ja. Kannst du mir mal sagen, mit wem Hawkins da die ganze Zeit quatscht? Hank. So, und wie setze ich... wie setze ich ein Äffchen ein? Wer ist Hank? Hier gibt's doch gar keinen Hank. Das war... Oder ist das nur an speziellen Orten, wo ich ihn einsetzen kann? Genau. Ich denke, was wird einfach an speziellen Orten sein. Dann geh jemand anderem auf den... Auch ihr Wasserträger. Aber ich kann, glaube ich, jetzt auch mit Boos reden. Genau, gib mir den Rumpf für die Piraten. Hier, hast du ihn. Sag den Jungs, wir treffen uns am Feuer. Danach kommst du zurück und hilfst mir, den Rest rüberzutragen. Wer bekommt alles einen Rum? Na, alle hier im Lager. Hauptsache, du bietest Terry, Quinn, Colby, Buddy und diesem Cunningham einen an. Alles klar. Genau. Nein, du kriegst keins. Oh ja. Was willst du von... Dein falscher Blick verrät es. Sie haben dich geschickt, um mich zum Schweigen zu... Drehst du jetzt völlig am... Dein Plan, Unfrieden zu stiften. Ich... Geh... Ach so, Entschuldigung. Jetzt habe ich Text übersprungen. Ich dachte, ich hatte das schon mal. Douglas wurde von ein paar Spinnen getötet. So? Und wer sagt mir, dass nicht du ihn getötet hast? Weil das überhaupt keinen Sinn machen würde? Und ob es Sinn machen würde? Verräter gibt's überall. Was? Kann ich aber erstmal sein lassen. Willst du rumtrinken? Sadek will immer rumtrinken. Her damit. Komm zum Feuer, da gibt's noch mehr. Sadek schon unterwegs. Was? Ja, Sadek Alkoholproblem. Die Geister dieser Insel. Ihre Ruhe ist gestört. Halte deine Finger bei dir. Klar? Hier. Ist das die Pflanze, die du wolltest? Unglaublich. Ihr habt sie bekommen? Sehr gut. Das beflügelt geradezu meine Sinne. Jetzt ist es mir endlich möglich, daraus ein Elixier zu extrahieren,
das... Okay, ich lass dich dann mal allein. Halt! Nicht so schnell, ihr wollt doch sicher eine adäquate Belohnung haben. Nehmt dies als Zeichen meiner Wertschätzung. Der redet wohl auch, wie ihm der Mund gewachsen ist. Hier, dieser Rum geht auf Booze. Danke, aber ich trinke nicht. Der Alkohol verträgt sich nicht gut mit meinen Studien. Gut, bleibt mehr für die anderen. Kannst du... Was konnte er nochmal steigern? Silberzunge, Krämer, Tränke brauen, Alchemie lernen, Ritualmeister lernen. Wundervoll. Alles, was schweineteuer ist, kann ich mir nämlich gerade noch nicht leisten. So. Was ist mit dir? Das war ein Wasserträger, das ist egal. Das ist doch offensichtlich. Hier. Das ist. Komm zum. Da bin ich. Mal eben das Feuer, beziehungsweise allen Leuten ein bisschen rumgeben. Hier. Der ist von Booze. Ist es vorbei? Noch nicht wirklich. Komm zum Feuer, dann werden wir das klären. Alles klar. Wir treffen uns am Lagerfeuer. Gibt's auch was zu trinken? Hier ist schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Sehr gut. Alle werden sterben, das gibt's zu feiern. Hier, Booze spendiert einen. Nee, lass mal stecken. Buß rum ist nicht so mein Fall. Na gut, deine Entscheidung. Hier, trink dir einen. Na also, gibt's noch mehr davon? Komm zum Lagerfeuer. Aber sicher doch. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das schon alle waren. Guckt gerade jemand? Nee, dann machen wir mal auf. Irgendwie sehr komisch, dass wenn ich von der Mitte nach hinten gehe, ne, dann bleiben die oben. Ja, so ist richtig, gut. So langsam verstehe ich auch, was mit dem Schlösser machen gemacht, also was es damit auf sich hat. So, Bier haben wir, Fackel ist da drin. Dann haben wir Schrott oder Schrot. was aber jetzt gut war, nämlich der Piratenanhänger, weil der macht mich in Stichwaffen besser. Weil Astralsicht und Alchemie verbessern. Bei der Kristallnadel, das brauche ich nicht. Hier steht was. Also beschaffte er sich einen gewaltigen Diamanten und benutzte ihn als Klingenschärfer. Seine geschärften Klingen waren fortan sein Kapital. Klingt, als wäre der Diamant noch zu haben. Genau, klau einfach alles. Ah, guck mal, noch ein versteckter Goldsack. Nehme ich gerne mit. Bei uns ganz entspannt. Zu die schwierig. Truhe kann ich öffnen. Bin ich noch nicht gut genug im Schlösserknacken. Na, ganz vorsichtig. Komm mal her, Äffchen. Ganz entspannt, ich habe nur einen Affen getötet. So, Artefaktorium. Da haben wir Piratengeschichte zum selber lernen. Dann haben wir nochmal eine Truhe hier, die wir aufknacken können. Eine Schriftrolle Rost. Kristallmagie beeinflusst Schlosswert. Ah, okay, cool.
Dann kann ich also die Truhe hinten vielleicht doch noch knacken, wenn ich da den Zauber einsetze. Aber das benutze ich lieber für eine Truhe, die ein bisschen schwieriger ist. Klau einfach alles weg. Nein, wir sollten uns nicht hier trennen. Du sollst einfach mitkommen, wie ich hier den rohen Fisch klaue. Den Aal willst du nicht, du bist aber wählerisch. Aber ich glaube, ich habe auch alle ans Feuer gebracht, oder? Auf Buß! Genau, Prost! Nachdem sie sich... Sie war interessant. Das hatten wir schon. Ach, da kommen wir ins Lager. Guck mal, wir hätten sogar hier lang gekonnt. Das ist ja vom Weg sogar einfacher gewesen, als was wir letztendlich gemacht haben. Aber, genau, springen wir hier bitte runter. Was? Ja, ich habe sie gesehen. Die Geister... So, Mr. Boos. Gut. Die Jungs sind versammelt. Die Jungs versammeln sich beim Feuer. Alles klar, feiern wir mit ihnen. Ein letztes Mal. Und? Schmeckt der Rum? Was soll das? Warum passiert nichts? Guck dich um. Das sind deine Kameraden, deine Freunde. Sie wollen mit dir trinken. Du hast mich verarscht. Das war kein Gift. Gift? Wieso Gift? Er wollte uns Gift geben? Ihr solltet alle tot sein. Hörst du dir selbst noch zu? Niemand ist dein Feind. Komm zu dir. Nein, das ist nicht wahr. Sie weiß es. Sie hat mir gesagt, ich soll... Sie? Du hast sie doch nicht mal alle. Wer ist sie? Das verstehst du nicht. Nein, Verrat überall. Du bist an allem schuld. Ich werde euch alle umbringen. So, jetzt reicht's. Ich prügel den fremden Einfluss aus dir raus. Dann komm her. Du bist so gut wie tot. Du bist viel zu fett und unbeweglich. Schlag doch zu! Los doch! Guckt euch die fette Qualle an. Du schaffst es! Für wen seid ihr? Für mich oder für ihn? Kämpf endlich! Mach schon! Jetzt ist er dran. Los doch! Heil mich mal eben, Boos, danke. Kämpf endlich! Muss leider sagen, dass seine... Ja! Man hätte es bestimmt auch anders lösen können. Was ich von den Zeichen der Nacht halte, das ist doch offensichtlich. Aus der Dunkelheit. Was? Was war das? Und? Wie geht's dir, Alter? Wie? Wo bin ich? Woran kannst du dich erinnern? Wir sind nach Kila gefahren mit Patty. Und dann Dunkelheit. Was ist? Was ist passiert? Du warst ganz schön mies drauf. Aber der Rum zusammen mit den Schlägen hat dir offenbar gut getan. Oh, mein Kopf. Du solltest dich aufs Ohr hauen. Ist vielleicht das Beste. Ich überleg's mir. Ach, ein Traum. Was? Nein. Ich hätte gedacht, dass einfach nur ihm die Fresse polieren ausreicht, um ihn wieder normal zu machen. So, das haben wir schon erledigt mit der Pantherjagd. Ach, Laufende. Ich bin aus Versehen bei alle drin. Das Reich der Schatten, nein. Crew, schwarzmagische Experimente, Inquisitor, finde Patty. Sadek kann ich erst anheuern, wenn ich... Ah ja, Predigt vom Weltuntergang, ich muss ihn davon abbringen.
Kann es sein, dass du selbst Gespräche führst? Bist du blind? Du hast meinen Kameraden doch deutlich vor mir gesehen. Vor dir stand aber kein Schwein. Hör mal, Junge, mach dich nicht über Hank lustig. Er kann auch ganz anders. Kriegst du auch einen normalen Satz auf die Reihe? Normal? Was ist heute schon normal? Die Ungewissheit ist das einzig Normale an diesem Ort. Der große Schatten kommt uns holen. Ich habe ihn im Dschungel flüstern hören. Wenn du auch den Weg der Stimmen gehen willst, werde ich dich führen. Zeig mir, wo du deine Stimmen gehört hast. Ah, du willst erleichtert werden. Vielleicht wirst du dann endlich sehen, was ich sehe. Bleib mir auf den Fersen. Ja, das wird jetzt interessant, wo der seine Stimmen mehr hat. Hier habe ich die Stimme zum ersten Mal gehört. Ein leises Flüstern war's, aber dennoch nicht zu überhören. Ich höre nichts. Du willst nur nicht hören? Das ist ein Unterschied. Ach ja, was genau hörst du denn gerade? Naja, also wenn ich genau hinhöre, dann... Ach, bring mich nicht aus der Fassung. Jetzt lass uns weiter. Folge mir. Hier war es. Hier war was? Ein Geräusch, ein Knurren, nein, ich weiß nicht mehr so genau. Das war nur dein Magen. Sonst nichts. Nein, ganz bestimmt nicht. Aber ich habe wirklich schon lange nichts mehr gegessen. Dann iss was. Du siehst aus, als könntest du ein ganzes Schwein verdrücken. Gut, dann genehmige ich mir einen Bissen. So, lass uns weitergehen. Ich hab das Schwein einfach hier in meiner Tasche. Bevor mir, es geht ja durch die Mine, die ich schon mal... Und hier ist mir ein geisterhaftes Wesen erschienen. Es sah fürchterlich aus. Ich konnte es nicht genau erkennen. Es hatte mehrere Beine und mehr als ein Augenpaar. Und es sprach mich direkt beim Namen an. Das, was du gesehen hast, war bestimmt kein Geist. So eine Spinne, also du Gurke. Also reiß dich endlich zusammen. Aber, oh verdammt, mein Kopf schmerzt so. Was ist nur los mit mir? Trink einen Schluck Rum. Das hilft immer. Na gut, wenn du meinst. Oh, das belebt den Geist. Als wenn sich ein Schleier lüftet. Hab das Gefühl, als müsste ich mich bei dir bedanken. Schon okay. Geh zurück zum Lager. Danke dir, Mann. Jetzt, da du wieder normal bist, an was kannst du dich erinnern? Mir kommen nur Spinnen in den Kopf. Ich denke, ich werde erst ein paar rumbrauchen, bevor die Erinnerungen klarer werden. Ich glaube kaum, dass das funktionieren wird. Ach, und wenn schon. Weder die Vergangenheit noch die Zukunft ist wichtig. Lebe jeden Tag. Als wäre es dein letzter. Vor allem, wisst ihr, wo das herkam? Der hat sich vergiftet an der Spinne. Und deshalb hat er die Hallos gehabt. Und der Rum hat ihn entgiftet angeblich, denke ich mal. Dafür bin ich nicht gut genug. Aber dadurch, dass ich ihn jetzt erstmal geheilt habe, können wir ja dann vorne, wo ist es? Nach und nach lüftet sich dann doch mein Questlog. Können wir doch den Herrn hier adoptieren. Für unsere Crew. Mach dir keine Sorgen um Buß. Das hat sich erledigt. Dann braucht Buß Sadex Hilfe nicht mehr? Ich denke nicht. Gut. Sadek freut sich, bald wieder richtige Planken unter Füßen spüren zu können. Komm mit mir.
Ich will dich in meiner Crew haben. Gut. Gucho hat ein Schiff? Ich hab noch kein Schiff. Nur eine Schaluppe. Dann wird Saldek warten, bis Gucho soweit ist. Komme wieder, wenn du ein großes Schiff hast. Dann wird Saldek anheuern. Meine Güte. Das ist doch alles Blödsinn. Tja. Was bleibt mir jetzt noch übrig, als zum Strand zu gehen oben? Und ich hoffe, ich komme da wirklich irgendwie hin. Ja, auf dem Weg können wir ja ein paar Muscheln einsammeln. Da könnten ja auch Pärchen drin sein. Können wir über den Hügel? Oder ist hier so ein kleiner Durchgang? Kann sein, dass hier ein versteckter ist. Sonst kann ich versuchen, außen rum zu gehen. Ohne Witz, das überlebe ich nicht. Was für ein Tod. Aber weißt du, wie ich es überlebe? Ganz einfache Nummer. Am besten hat er so gespeichert, dass ich gerade runterrutsche. Nein, wir machen es natürlich mit einer tollen Schriftrolle. Ich hätte bestimmt außenrum auch gehen können. Aber es war jetzt einfacher. Was bist du? Ein Jaguar. Kann man dich fahren? Es scheint so, als wenn ich ein wenig irritiert habe durch meinen Angriff. Na, ich habe meine ersten 250 Tiere getötet. Ich dachte, Bones wartet auf mich. Und jetzt kommst du da außen rum. I. Los, schlitzen wir ein Paket auf. Na? So, jetzt aber. Gut, hat sich erledigt. Der erste, und dann werden wir das nächste Mal jetzt noch ein paar weitere Muscheln suchen. Bis dahin sage ich, ciao Freunde der Spiegeltour. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder, beziehungsweise hören uns nächstes Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Risen 3. Bis dahin. Ciao, euer Doc.